Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Neuigkeiten aus Gera für Thüringen. Ich bin Daniel Wermke. Der historische Bahnhof Reinhardsbrunn soll restauriert werden. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hat hierfür einen Geldbetrag im Wert von 150.000 Euro bereitgestellt. Dr. Babette Winter, Staatssekretärin im Thüringer Kultusministerium, überreichte den Fördermittelbescheid am 25. September an Friedrich Roder. Die Unterstützung ist eine Investition in Bildung, Digitalisierung, Kultur, Umwelt und in die soziale Infrastruktur. Der Bahnhof ist des Weiteren ein Verkehrsknotenpunkt im öffentlichen Personennahverkehr. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena steht derzeit vor einem Problem. So bleiben viele Anträge für Tierversuche unbeantwortet. Da die Forschungen vergangener Projekte bereits begonnen haben, steht das Universitätsklinikum nun vor einem nachhaltigen Schaden. Laut Angaben der Universität wurden lediglich 26 von 63 Anträgen aufgenommen und zugelassen. Das dafür zuständige Gesundheitsamt verweist jedoch darauf, dass keine Anträge unbeantwortet vorliegen. CDU-Landtagsabgeordneter Mario Vogt kritisiert, dass die Fehlkommunikation den Wissenschaftsstandort Thüringen gefährde. Nachdem Jenaer Wissenschaftler schließlich einen Brief an Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow verfassten, wurde beim Landesamt vorübergehend Personal eingestellt. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Das war los in Gera und Umgebung. Der Deutsche Generationenfilmpreis sucht Filme über den Einsatz für mehr Demokratie. Dieser Wettbewerb richtet sich vor allem an die Generation über 50 sowie an die jungen Filmemacher unter 25 Jahren. Das Thema dieses Jahr: Rebellion und Widerstand, Visionen für eine bessere Welt. Parallel dazu findet auch der Deutsche Jugendfilmpreis unter dem Motto »Wir müssen reden« statt, der nur für kreative Köpfe unter 25 Jahren gedacht ist. Für beide Wettbewerbe ist der Einsendeschluss am 15. Januar 2018. Informationen und Tipps gibt es auf www.bundesfestival.de. Die Mitteldeutsche Medienförderung verlieh am 28. September 2017 den Kinoprogrammpreis im Wert von 79.500 Euro an 21 Kinos in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Darunter befand sich auch das Metropol in Gera, das sich über 5.000 Euro freuen konnte. Mit dem ausgeschriebenen Preisen wird das Kino für seine besondere gute Arbeit honoriert. Mit der finanziellen Unterstützung soll es dem Metropol möglich gemacht werden, seine Kinolandschaft zu erhalten und auszubauen. Die Preisverleihung war auf der 17. Filmkunstmesse im Grassi-Museum in Leipzig. In Bad Köstritz fand dieses Jahr vom 1. bis zum 3. September das alljährliche Dahlienfest statt. Seit 1979 nun wird in Bad Köstritz das Dahlienfest gefeiert. Dieses Jahr hatten die Veranstalter und Besucher Glück, denn das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Viele Interessierte gab es vor allem am Sonntag und einige folgten auch der kostenlosen Führung. Musikalisch untermalt wurde das Event durch die Musikschule Fröhlich, das Blasorchester Elstertal, die Tippelbrüder und die Trommler aus Buchhain. Am 27. September veranstaltete der Förderverein des Goethe-Gymnasiums in Gera ein Campus-Treff. In diesem wurde sich über den aktuellen Baufortschritt des neuen Campus ausgetauscht. Gemeinsam, und ich betone gemeinsam, haben wir den Campus vorangebracht, freut sich Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn. Die Fortschritte für den Campus wären nicht möglich, wenn die Freunde und Förderer des Routineums nicht so beharrlich für dieses Schulbauprojekt gekämpft hätten. Für den Schulneubau wird die Stadt einen Fördermittelbescheid beantragen. Für die Sporthalle hingegen liegt er bereits vor. Die endgültige Fertigstellung soll im Jahre 2020 sein. Zwei weitere Großprojekte, die in Zukunft anstehen, sind die Ostschule und das Liebe-Gymnasium. So, und nun richtet Luisa Dörder ihren Blick wieder auf Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zum Thüringen-Blick. In der Musikschule fand am 23. September die Aufführung zum Däumelinchen statt. Die Kinder und alle jung gebliebenen Zuschauer ließen sich gern in das Land der Feen und Elfen mitnehmen. Das Publikum konnte eine liebevolle und fröhliche Interpretation des Märchens nach Hans Christian Andersen erleben. Die Schauspielerin Sandy Sanne als bezauberndes Däumelinchen überzeugte nicht nur durch ihre wunderbare Stimme. Die Unterstützung von Alexander Weber mit Violine und Posaune vollendete die Aufführung, die mit großem Applaus belohnt wurde. Es war ein äußerst gelungener Nachmittag. Sonnenschein, angenehme Temperaturen, ausgesprochen schönes Wetter, alles in allem Idealbedingungen.
besonders für den historischen Rennsportclub Greiz-Neumühle, der an diesem Tag seine 35. ADAC-Oldtimer-Ausfahrt startete. Das Event ist schon lange Teil des Terminkalenders von Oldtimer-Freunden und wird immer wieder gerne besucht. Auch die Altersunterschiede waren bemerkenswert. Von 15 bis 84 Jahre war alles dabei. Neben Motorrädern konnte man auch Roller und PKWs bewundern, die die sehenswerte Strecke durch das untere Vogtland entlang fuhren. Der Vorsitzende des Rennsportclubs Greiz-Neumühle, Thomas Roth, freute sich über die zahlreichen Teilnehmer, die aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands kamen. Charline Köhler ist die neue Landessprecherin im Verband der Lesben und Schwulen der Union für das Bundesland Thüringen. Ihre Wahl am 30. September setzt für die Sozialpädagogin den Startschuss für weitere Projekte. Sie tritt in Thüringen an, um zu informieren, diskutieren und in die eigene Partei hineinzuwirken. Die Gründung eines eigenen Landesverbands sei für sie der nächste Schritt. Regionalvorsitzender Alexander Paul ist begeistert und meint: Die Mitglieder des Regionalvorstands und ich kennen Charline Köhler als eine kreative und engagierte Mitstreiterin für Toleranz. Ihre Ideen, ihr Netzwerk und ihr Team sind eine Bereicherung für die LSU. Ab dem 4. Oktober wird der Radweg zwischen Tischitz und Rubitz neu gebaut. Dabei soll der unbefestigte Boden durch Asphalt ersetzt werden. Speziell ist der Weg am Kirchsteig betroffen. Die Breite des zu asphaltierenden Stücks beträgt 2,5 Meter. Diese Baumaßnahme wird voraussichtlich 4 Wochen dann andauern. Das Laufen und Radfahren soll somit vor allem für ältere Menschen und Kinder in Zukunft sicherer werden. Die Stadt bittet um Verständnis für die entstehenden Verkehrseinschränkungen. Das war's von mir und damit zurück an Daniel. Vielen Dank, Luisa. Jetzt kommt Christian Fischer und der hat die Veranstaltungstipps der kommenden Tage für Sie. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. In dem Museum für angewandte Kunst gibt es seit dem 29. September eine neue Ausstellung. Das Museum präsentiert Barkas, Simson und Mokadolli. Der Künstler der Ausstellungsstücke ist Lutz Rudolf, der 2011 verstarb. Er gehörte seit Beginn der 60er Jahre zu den wichtigsten Designern in der DDR. Im vergangenen Jahr hätte der Geraer Formgestalter seinen 80. Geburtstag gefeiert. Ein guter Zeitpunkt also, um auf sein Schaffen zurückzublicken. Neben originalen Objekten, Zeichnungen und Fotos werden auch Automodelle und Motorroller zu sehen sein. Dies und viel mehr können Sie in der Greizer Straße 37 entdecken. Ausführlichere Informationen finden Sie auf der Webseite der Stadt unter www.gera.de. Wer noch nie einen Vogelzug sehen konnte, der hat nun die Gelegenheit dazu. Der NABU lädt jedes Jahr dazu ein, um den Höhepunkt dieses Naturwunders zu beobachten. Dieses Jahr können sich die Vogelfreunde am Samstag, dem 7. Oktober, am Rückhaltebecken Straußfurt in Henschleben einfinden. Geplant ist diese Zusammenkunft von 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Tino Sauer, Vogelexperte des Naturschutzbundes, meint, beim Birdwatch geht es nicht darum, als Beobachter Höchstleistungen zu vollbringen. Im Vordergrund steht die Freude an der Naturbeobachtung. Weitere Informationen zu dem diesjährigen Vogelzug finden Sie unter www.nabu.de. Wer Fragen und Probleme zum Thema öffentliche Verwaltung hat, der kann sich am 17. Oktober mit Thüringens Bürgerbeauftragten Dr. Kurt Herzberg darüber austauschen. Gespräche dazu finden ab 9 Uhr im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz statt. Interessierte sollten sich hierfür jedoch einen Gesprächstermin unter 0361 5731 13 871 vereinbaren. Wer dort nicht anwesend sein kann, dem ist es natürlich möglich, Fragen entweder per E-Mail an post@bürgerbeauftragter-thüringen.de oder direkt postalisch an das Postfach 900455 unter 99096 Erfurt zu richten. Termine für Gespräche können Sie unter www.bürgerbeauftragter-thüringen.de finden. Der Sohn, die Schwägerin, die Enkel, alle reden vom Internet. Sie selbst können sich das aber nicht so richtig vorstellen. Dann sollten Sie bei der TLM Gera vorbeischauen. Wir laden Sie ein, bei Kaffee und Kuchen am Mittwoch, dem 11. Oktober 2017 von 14 bis 18 Uhr in kleiner entspannter Runde die Grundbegriffe des Internets kennenzulernen. Dabei werden Sie feststellen, was für tolle Möglichkeiten das Netz bietet. Leider verfügen wir nur über eine begrenzte Anzahl von Computern, daher bitten wir Sie, sich rechtzeitig bis spätestens 9. Oktober anzumelden. Dazu wählen Sie bitte die 0365 20 10 20. Natürlich können Sie auch direkt persönlich bei uns vorbeischauen. Sie finden uns in der Webergasse 6 und 8 unweit von der Salvatorkirche. So, liebe Freunde,
Falls in den Herbstferien Langeweile aufkommen sollte, dann kann man das SOS Kinderdorf besuchen. Denn nach dem großen Erfolg des Tanzkurses im Juli entschloss man sich dazu, ein weiteres Mal diesen Kurs anzubieten. Vom 9. bis 12. Oktober also kann man unter der Leitung von Beatrice Glombitza, einer ausgebildeten Bühnentänzerin, eine Choreografie einstudieren. Täglich von 10 Uhr bis 11.30 Uhr können Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren Streetdance kennenlernen. Am letzten Tag des Workshops sind Freunde und Familie herzlich zur Aufführung der Tanzgruppe eingeladen. Das Ferienangebot findet in der Lusaner Straße 8 statt. Der Teilnehmerbetrag beträgt 5 Euro. Wer noch nicht in der Herbstzeit angekommen ist, der kann am 14. Oktober von 9 bis 17 Uhr den Herbstmarkt in Unterwellenborn besuchen. Standort ist die Gasmaschine, direkt an der B281. Es gibt nicht nur eine zahlreiche Auswahl von herbstlichen Produkten, sondern auch eine Besichtigung der Gasmaschinenzentrale. Parkplätze für das Auto sind vorhanden und einen Imbiss gegen den Hunger und den Durst gibt es ebenfalls. Der Eintritt ist kostenfrei. Bei Fragen können Sie die Webseite www.gmzuborn.de aufrufen oder sich telefonisch direkt unter der 0367 1523 273 erkundigen. Der Herbst als dritte Jahreszeit ist von einer intensiven Farbenpracht gezeichnet. Das Jahr neigt sich dem Ende. Die letzten Früchte werden eingefahren. Nach altem Brauchtum ist es die Zeit, den Erntedank zu feiern. In Thüringen fand in diesem Jahr das 24. Thüringer Erntedankfest in der Polder statt. Für den großen Festtagsgottesdienst wurde der Saal der Lutherkirche festlich geschmückt. Die Ansprache hielt Superintendentin Bärbel Hertel. Unser Blick noch weiter in die Ferne lenkt, nämlich nach Peru. Dort sind die landwirtschaftlichen Bedingungen ganz anders als bei uns. Aber es gibt eine Aktion von Brot für die Welt, die dort dafür sorgt, dass Menschen nicht mehr hungern müssen. Und die Predigt wurde von Bischof Dr. Ulrich Neimeyer gehalten. Dem entspricht aber auch, dass wir darauf hinweisen, dass billige Früchte und billiges Fleisch solchen Standards nicht genügen können. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und andere christlichen Jugendverbände ermuntern seit Jahren junge Menschen zum sogenannten kritischen Konsum. Anwesend waren dabei Vertreter der Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow. Als bleibendes Geschenk an die Stadt Apolda wurde die weltweit längste Bank der Welt überreicht. Nach alter Tradition wird beim Erntedankfest immer etwas Bleibendes übergeben. In Apolda ist es 2017 die längste aus einem Stück gefertigte Holzbank mit einer Länge von 20,17 Metern. Mit den Reden vom Präsident des Thüringer Bauernverbands, Dr. Klaus Wagner, dem Bürgermeister der Stadt, Herr Eisenhaut, und Dankesworte von Ministerpräsident Bodo Ramelow war der offizielle Teil beendet. Und die Besucher konnten sich auf einem großen Bauernmarkt in der Innenstadt von Apolda mit allerlei eindecken, was die Ernte hergab. Ja, Sie sehen, es wird langsam Herbst. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Das wäre nächste Woche. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.